Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Equine Passion, das Browser Game. Leute, die letzte Folge von Equine Passion ist mega, mega lange her. Ich habe extra, Leute, mir meine Premium-Mitgliedschaft auslaufen lassen, denn so viele von euch haben gefragt, Sandy, wie ist es denn eigentlich, Equine Passion kostenlos zu spielen? Denn Equine Passion kann man auch kostenlos spielen. Es gibt aber eine Premium-Mitgliedschaft, die ich tatsächlich jedem empfehlen würde, der das Spiel aktiv spielen möchte. Aber zum Ausprobieren ist es richtig, richtig super. Mittlerweile haben wir auch keine Test-Server mehr, das hätte ich leider nicht rausgebracht, Leute, sondern wenn ihr eine Probemitgliedschaft abschließt, die läuft nicht ein paar Tage, einen Monat oder so, sondern ihr könnt immer mit dieser Probemitgliedschaft spielen. Ihr habt aber einen eingeschränkten Zugang zum Spiel, aber ihr spielt mittlerweile auf dem gleichen Server wie alle Premium-Mitglieder. Das finde ich so, so super und vielen herzlichen Dank an die Nathalie dafür, dass sie das umgesetzt hat, denn da macht das Spiel definitiv mehr Spaß, wenn einfach mehr Leute spielen können, die vielleicht einfach nicht das Geld haben, das Spiel zu unterstützen. Es ist nicht teuer, Equine Passion zu spielen. Ich hätte gesagt, es ist das günstigste Spiel, das man spielen kann mit einem Premium-Account und es macht auch wirklich richtig viel Spaß, Leute. Hier haben wir alle Vorteile von Premium-Accounts, die ich euch auch gleich noch vorlese. Als allererstes gehen wir aber hier auf alles über Premium-Mitgliedschaft. Das Video ist übrigens nicht gesponsert, Leute. Ich mache das nur, weil so viele Leute immer danach fragen. Und das Spiel kostet tatsächlich nur 16,50 € im Jahr. Das sind 1,38 € pro Monat, wenn ihr es für ein Jahr abschließt, was ich euch empfehle, denn 16,50 € ist, finde ich jetzt persönlich, nicht so viel. Wenn ihr natürlich sagt, ihr seid Hardcore-Spieler, kostet das Ganze knapp 50 € und dann habt ihr 60 Monate, Leute. Somit habt ihr dann 83 Cent pro Monat. Das ist richtig, richtig heftig. Wenn ihr sagt, ich möchte die Premium-Mitgliedschaft einfach mal austesten, dann ist es ein bisschen teurer, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist absolut nicht machbar, Leute. 1,67 bzw. 1,50 für 6 Monate. Und ihr könnt das Ganze per PayPal kaufen. Ihr könnt auch der Nathalie und der Grafikdesignerin Jackie auch noch spenden. Und ja, es ist ziemlich einfach gemacht. Ich finde es richtig, richtig klasse, Leute. Und hier sind die Vorteile des Premium-Accounts. Das heißt, falls ich irgendwas vergessen sollte jetzt in diesem Video, dann könnt ihr hier auf Vorteile von Premium-Accounts gehen und kommt eben dann zu dieser Liste. Ihr kennt meinen Account, wie er ist, wenn ich einen Premium-Account habe. Und jetzt gucken wir den Account an, den ich habe als Nicht-Premium-Account, Leute. Man darf maximal 20 Pferde haben und wenn ihr mehr als 20 Pferde habt, dann dürft ihr so lange nicht züchten, bis ihr auf die 20 Pferde zurückfallt. Ich habe ja relativ aktiv gespielt in der letzten Zeit, also in den letzten 3 Wochen oder so, glaube ich, habe ich kaum gespielt, weil der Premium-Account ausgelaufen war und ich keine Zeit gefunden hatte, das Video zu filmen, Leute. Aber das sind alles meine Pferde. Ich hatte ganz, ganz viele Einsteller. Davon habe ich tatsächlich eigentlich fast gelebt in Equine Passion. Und die größte Änderung vermutlich, die es gibt, Leute, wenn ihr keinen Premium-Account habt, ist, ihr könnt euren Stall nutzen für eure eigenen Pferde, aber ihr könnt keine Einsteller haben. Das heißt, als ich von meinem Premium-Account zu meinem Probe-Account gegangen bin, wurden alle meine Einsteller aus meinem Stall geworfen. Es tut mir leid an alle Einsteller, die ich hatte und ich hatte echt richtig viele. Das heißt, da könnt ihr keine Kohle machen und was ich auch sehr, sehr schmerzlich vermisse, ist meine Familie in Equine Passion, Leute, denn Probe-Accounts können keine Familien gründen. Und das ist natürlich ein Feature, das nur Premium-Mitgliedern vorenthalten ist sozusagen oder das nur Premium-Mitglieder haben. Oh Leute, ich bin ein bisschen lost heute, es tut mir leid. Und ja, das aber wie gesagt, das ist ja nicht wirklich teuer, von daher ist es auch, also ich persönlich finde es in Ordnung, denn es braucht ja irgendeinen Anreiz, dass man tatsächlich auch sagt, okay, ich kaufe mir letztendlich diese Premium-Mitgliedschaft. So. Und jetzt haben wir das tatsächlich so, dass wir ja ganz offensichtlich
keine Einsteller haben. Und ich habe aber noch ein paar Pferde, die hole ich mir jetzt mal ganz kurz hin. Und ich hatte richtig reingeschissen bei meiner letzten Zuchtsession. Die ist auch schon ewig her, Leute. Die Candy Queen, kennt ihr die Candy Queen noch? Ich glaube schon. Die stellen wir auf jeden Fall jetzt mal erstmal in den eigenen Stall. Was cool ist, Leute, ein neues Feature, das die Natalie eingebaut hat, ist, dass man jetzt nicht mehr für seinen eigenen Stall Boxen reservieren muss. Wenn ein Platz frei ist in eurem Stall, dann könnt ihr euer Pferd direkt einstallen und das finde ich so unfassbar cool, das Feature. Das heißt, die kleine Candy Queen werden wir auf jeden Fall gleich mal einstallen, denn ich verbrate gerade im Moment so viel Kohle, weil ich keine Einsteller habe. Dann muss ich nicht auch nur 350 bezahlen für einen anderen Stall. Wir haben neue Fohlen, die ihr nicht kennt, Leute. Wir gucken jetzt einfach mal die Fohlen an und überlegen uns, ob wir sie verkaufen oder behalten. Denn wir haben viel zu viele Pferde und es sind alles Hengstfohlen. Und wobei Smoky Brown ist eigentlich schon richtig nice, Leute. Ne? Etwas wenig nervenstark. Leute, der wird trotzdem verkauft. Der ist richtig schlecht. No. Wir nennen ihn Smoky Splash und können ihn aber natürlich erst verkaufen. Ach, er hat schon Papiere. Ja, nice. Dann können wir ihn doch jetzt einfach schon verkaufen. Aktueller Händlerwert ist 13.000. Hatte ich ihn damals in die Zuchtschau angemeldet? Ja, hab ich. Okay, Leute. Nice. Er hat eine 6,1 in der Zuchtschau. Why? Er hat eine Exterieurbewertung von 7,9. Nice. Als ob. Ja, weil sein Interieur einfach nur schlecht ist, Leute. Es ist nur sein Interieur so schlecht. Deswegen hat er auch so einen unfassbar hohen Händlerwert, Leute. Er ist halt auch ein Smoky Brown, was halt auch schon richtig nice ist, Leute. Wollen wir ihn trotzdem behalten? Ich kann euch jetzt gerade on top of my head nicht sagen, ob er die die Körung schafft, aber die muss er ja nicht schaffen für unsere eigenen. Leute, wir behalten ihn jetzt einfach nochmal. Wir tragen noch ein Zuchtzeichen ein vor dem Namen. Das würde ich mir auch wünschen, dass man das immer eintragen kann, dass es einfach vor oder nach dem Namen ist, weil es so ein bisschen nervt, Leute. So, SL Smoky Splash und ja, er ist cool, Leute. Er ist nicht schlecht. Habe ich für ihn eigentlich einen Erziehungsauftrag gegeben? Nee. Das machen wir gleich noch. Wir, beziehungsweise wir könnten ihn heute eigentlich mal selber erziehen, oder? Er ist nämlich ängstlich. Das ist problematisch, Leute. Wir möchten so viele wie mögliche Trainingseinheiten. Wir zahlen 10 und speichern und hoffen, dass sich jemand findet, der den kleinen Smoky Splash trainieren möchte. Das fände ich cool, beziehungsweise erziehen möchte. Das nächste ist auch ein Hengstfohlen. Hat auch 13.000 Händlerwert, als ob. Ich war so fleißig, Leute. Hat 5,9. Das ist 7,5 Exterieur. Als ob. Wie krass bitte meine Pferde sind. Leute, wie krass meine Pferde sind. Durchschnittlich. Der wird aber definitiv verkauft. Wir brauchen nur noch einen Namen. Little Witcher. Oh mein Gott, es ist mega süß. Dann nennen wir ihn doch definitiv Roach. Leute, wie heißt denn das Pferd auf Deutsch? Plötze, glaube ich. Aber Roach finde ich cooler, weil Roach ist das Pferd in The Witcher. Und ich hätte gesagt, wir verkaufen ihn jetzt, weil der Händlerwert ist ja mega nice. Und ich, Leute, ich verkaufe meistens meine Pferde an den Händler, weil mich das stresst, die Pferde so zu verkaufen, weil das funktioniert sehr, sehr gut. Also Ich finde es cool. So, jetzt. Also, falls ihr ihn haben wollt, Leute, kauft ihn euch von dem Händler. Und jetzt haben wir noch zwei. Er ist ja ein ganz hübscher. Und vor allem, Leute, wir haben Ende Januar. Das heißt, wir können jetzt auch noch ein paar Turniere gehen. Das ist mega nice. Ich glaube zumindest, dass man mit einem Probe-Account Turniere gehen kann. Wir müssen es gleich ausprobieren, Leute. Er ist auf jeden Fall ein Rappe. Durchschnitt etwas wenig, zu viel. Leute, er wird auch verkauft. Wir machen jetzt einfach hier Tabula Rasa und verkaufen alle Pferde. Und er braucht noch einen Namen. Wir nennen ihn einfach Black. Mir fällt jetzt gerade kein Name ein. Wir verkaufen ihn eh, aber ich finde es immer schade, wenn die Pferde keinen Namen haben. Und Leute, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Wir haben das Zuchtzeichen vergessen bei dem anderen Hengst. Aber das ist nicht so tragisch, Leute. Wir verkaufen den jetzt auch. Er ist 6.000 wert. Das ist doch super. Wir haben nämlich so unfassbar viel Geld verloren in den letzten Wochen. Da ist es gar nicht schlecht. Und das letzte im Bunde, Leute, ist unser kleiner
süßer Shetty. Er ist mega knuffig, Leute. Was hat denn er bekommen? 4,5. 6,3 Exterieur. Leute, meine Pferde haben alle ein richtig knaller Exterieur. Durchschnitt etwas schwer, wenig, etwas wenig, zu viel. Leute, was soll ich sagen? Er wird auch verkauft. Er wird definitiv auch verkauft und bei ihm fällt mir jetzt so gar kein... Aber wisst ihr was? Ich glaube, hier ist es so, wenn man das als Hengstfohlen verkauft, kann der Besitzer das noch ändern. Das habe ich komplett vergessen, Leute. Egal. Wir verkaufen ihn auf jeden Fall auch und verkaufen ihn an den Pferdehändler. Und dann haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Kohle, Leute. Dann haben wir 26.000 wieder. Das ist nämlich nicht schlecht. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein paar Turniere gehen können. Uhu, 10! Und dadurch, dass ich so lange nicht mehr Turniere gegangen bin, Leute, sind wir zurückgerutscht auf Turnierklasse 1 und rocken jetzt... Okay, fast alles, Leute. Das heißt, wenn ihr auf eine zu hohe Turnierklasse gestiegen seid, dann geht einfach ein paar Wochen keine Turniere mehr. Ich bin jetzt einfach ein paar Wochen absolut keine Turniere mehr gegangen. Und dann sind wir gleich auf Turnierklasse 1 wieder runtergefallen, was richtig gut ist, Leute. Aber ihr seht, manche Pferde sind dann doch nicht so klasse. Sie kann ich nicht reiten und... Ah, doch, ihn kann ich auf jeden Fall auch schauen. Okay, dann haben wir noch einen Sippin Champagne. Ich glaube, das ist sein erstes Turnier. Und hat 10,0, Leute. Nice. Okay, dann sind wir bei 22 Uhr und können nichts mehr tun. Das ist traurig, aber ich glaube, wir haben jetzt sogar relativ viel gemacht und wir sollten jetzt durch die Turniereinnahmen auch relativ viel Kohle bekommen. Das heißt, wenn ihr einen Probeaccount habt, dann trainiert eure Pferde und geht Turniere. So könnt ihr definitiv als Probemitglied definitiv am besten Kohle machen, hätte ich gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr Elementary schon gesehen habt, aber guckt mal, wie mega knuffig er ist. Oh mein Gott, ich verwechsel immer die Geschlechter. Guckt mal, wie süß sie ist. Seht ihr sie? Und sie hat, glaube ich, blaue Augen. Ja, Leute, guckt mal, sie hat blaue Augen. Sie ist so mega süß. Oder was sagt denn ihr? Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die kleine Maus findet. Sie ist Zucker. Dann haben wir noch Luna's Tea. Die ist mittlerweile auch erwachsen geworden. Und sie ist einfach nur ein absoluter Traum, Leute. Dann Classic Zippo ist Graying. Da sieht man nicht viel. Walla Walla Zip ist auch ein wunderschöner Bub. Er ist leider auch Graying. Das heißt, man sieht bald seine Farbe nicht mehr. Smaragdgrün kennt ihr, glaube ich, schon. Oder ich bin mir nicht ganz sicher. Wunderschön. Ein wunderschönes Pferd. Delicacy ist auch einfach nur ein Traum geworden. Sie ist ein Minimal Sabino Varnish Roan in der Farbe Bay. Krass, Leute, oder? Ich mag meine Pferde echt gern und bin echt zufrieden. Die Sugar, die kennen wir schon. Kennt ihr noch irgendein anderes Pferd nicht? I'm Not Blonde, glaube ich, kennt ihr noch nicht, oder? I'm Not Blonde, glaube ich, war auch noch ein kleines Fohli, als ihr sie das letzte Mal gesehen habt. Und die Candy Queen habe ich ja von Anfang an schon gezeigt. Sie ist auch ein absoluter Traum geworden. Ich werde mir natürlich wieder einen Premium-Account holen, Leute. Ich wollte euch einfach nur ein bisschen zeigen, was man auch mit Probe-Account alles machen kann. Und man kann das Spiel doch definitiv relativ weit spielen, hätte ich gesagt, bevor man die Premium-Mitgliedschaft abschließen sollte. Ich hätte gesagt, ihr müsstet ein bisschen, also ihr holt euch ein Pferd, züchtet ein bisschen, macht ein paar Turniere und farmt auf jeden Fall erstmal Kohle, dass ihr euch dann einen Stall kaufen könnt. Weil einen Stall zu kaufen, 10.000 für den Stall, dann 25.000 für einen Offenstall oder eben die Boxen und einen Reitplatz und so weiter. Ich hätte gesagt, bis 50.000, bis ihr 50.000 EQ habt, glaube ich, rentiert sich tatsächlich nicht. Und danach würde ich mir auf jeden Fall dann einen Premium-Account holen, weil es macht definitiv sehr viel Spaß. Wenn ihr sagt, ihr habt die Kohle, dann holt euch am besten gleich einen Premium-Account, denn das Beste, was ihr machen könnt, ist, euch sofort einen Arbeiter holen und den dann auf Dates einladen und den dann heiraten, weil dann habt ihr eben einen zweiten Arbeiter, der auch eben arbeiten gehen kann. Dann hätte ich aber gesagt, war es das mit der Übersicht, was ihr alles machen könnt, wenn ihr einen
Probe-Account habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt. Wenn ich die Fragen beantworten kann, dann tue ich das sehr, sehr gerne. Ansonsten hätte ich gesagt, war es das mit diesem Video von Equine Passion. Wenn ihr mehr von Equine Passion sehen wollt, vergesst nicht zu kommentieren, einen Like auf das Video zu geben und ein kostenloses Abo dazulassen. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!